Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu dieser Folge von Let's Play Assassin's Creed 3. Ich bin jetzt, wie man vielleicht sehen kann, hier in der Nähe von der Davenport Siedlung, was natürlich auch schön ist, weil die auch schön ist, finde ich. Und ja, jetzt gehe ich mal ein bisschen in die falsche Richtung und um dann wieder zurückzukommen. Ja. Und ich habe mir auch schon ein paar Überlegungen gemacht. Oh, das war doch die richtige Richtung anscheinend. Ich habe mir ein paar Überlegungen gemacht, was ich noch so für Let's Plays machen könnte. Ich wollte erst Tomb Raider, aber das wurde dann leider nichts wegen den Rechten und ich will jetzt auch nicht irgendwie eine Anzeige an der Backe haben. Und deshalb habe ich jetzt mir noch ein paar andere Sachen überlegt und das werdet ihr noch erfahren. Ja, dann ich mache mal ein bisschen weiter. Oh Mann, naja. Nee, muss nicht. Hier die Brücke nehme ich diesmal. Ich bin ja deliziös. Ich glaube, das heißt lecker, aber naja. Ich bin gerade so ein bisschen high. Ich meine, high. Entschuldigung. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter, oder? Nee, ich bin ja falsch. Ich muss hier bestimmt. Nee, doch nicht. Geht ja voll. Ach, toll hier. Naja. Ja, ach ja, in der letzten Zeit habe ich auch ziemlich viele Festungen erobert und sowas. Und ja, das macht ziemlich Spaß. Und ich habe das jetzt leider offscreen gemacht, deshalb konntet ihr das nicht so viel miterleben, dummerweise. Aber naja, das ist halt so. So, jetzt bin ich hier im Grenzland, wie man vielleicht sieht. Nach Grenzland reisen. Akzeptieren natürlich, ne? So. Ja, hier, Pferd. Du. Meine Fresse. So, jetzt sind wir aber müssen wir schon wieder eine Schnellreise machen. Oh ja, das war mir klar. Ist ja nicht irgendwo eine. Ach, hier kann ich vielleicht eine Schnellreise machen. Das habe ich jetzt auch hier befreit. Das ist. Habt ihr vielleicht noch miterlebt, aber. Ich guck mal. Mal gucken, ne? Entschuldigung. Oh, die sind alle rot markiert, obwohl ich denen eigentlich geholfen habe. Das ist voll fies. Oh, Entschuldigung. Kann ich anschießen? Oh nein. Das war jetzt aus Versehen. Tut mir leid, ich hoffe nicht. Schnell weiter. Ach du Scheiße. Ja. Oh Mann. Muss doch nicht immer so brutal sein. Muss doch nicht einmal alle hinter mir her sein hier. Ist doch doof. Ich bin beleidigt. Jetzt. Nee, da nicht lang, würde ich sagen. So. Achso, nach New York reisen, okay. Mach ich das mal. So, mal googeln, gucken, Entschuldigung. So, dann mal weiter hier. Ich besteige am besten mal ein fremdes Pferd. Nee, das mache ich nicht. So, jetzt müssen wir hoffentlich nicht wieder so weit laufen. Ich gucke am besten mal. Oh, das ist ja noch ein ganzes Stück. Hauptmission auch. Gibt's ja nicht. Ja, hier haben. Oh Mann. Hier. Schnellreise. Wir müssen ja diese Folge echt viel Schnellreisen machen, aber das wird irgendwie immer mehr. Das ist doof. Naja. So, das ist dann da. Ha!
Soll ich langweilig sein? Ne. Mach ich aber auch. Bin ich aber. Mach ich natürlich. So. So, komm her. Hier. So macht das Spaß. So, jetzt... Oh ne, am besten gucke ich erstmal hier nach ein paar Schätzen. Das wäre nämlich echt mal ganz cool. Und was ich erst vor kurzem erfahren habe, ist, dass man jetzt auch hier... Wenn man... Man kann sich ja Karten kaufen und ich habe mich immer gefragt, wofür die sind. Aber jetzt weiß ich es. Damit kann man echt Schätze und sowas... weiß man echt, wo Schätze und all sowas sind. Das finde ich jetzt echt gut eingebaut. Ich dachte, das wäre nur so als Deko im Inventar. Das wäre natürlich doof, aber... Jetzt gehe ich erstmal... Wo kann ich was kaufen? Das würde ich jetzt echt gerne mal machen. Ne, ja, dann gehen wir auf welche zurück. Wenn euch die Sommerhitze so, hier, rüber. Am besten gehe ich jetzt hier mal runter. Ich will jetzt nicht zu viel Aufmerksamkeit kriegen. Ich mag Aufmerksamkeit. Also in Real Life mag ich sie überhaupt nicht. Also über mag ich, liebe ich sie, Entschuldigung. Aber hier in diesem Spiel hasse ich sie. Also natürlich, kommt drauf an, wenn ich mal kampfgeil bin, dann werde ich natürlich gerne Aufmerksamkeit. Habe ich natürlich gerne Aufmerksamkeit, meine ich. Natürlich, irgendwie, ja. Aber jetzt kaufe ich mir erstmal hier was. Ups, Entschuldigung, aus Versehen. Schnell hier Tür öffnen, bevor wir hier verdächtigt werden. Darf ich euch behilflich so, sein? Handeln. Nö. Doch. So, hier, kaufen. Normale Waffen. Ja, das ist ganz cool, dass es hier so geile Waffen gibt. Brauche ich aber erstmal nicht. Das war natürlich am coolsten, aber brauche ich nicht. Stumpfe Waffen, das sieht natürlich echt geil aus. Gewehrschaftkeule. Oh, damit kann man dann bestimmt auch noch schießen. Ne, aber egal. Ja, egal. Den Namen noch mal sehen. Ne. Lass ich mal. Naja, dann kleine Wappen. Habe ich schon. Habe ich schon? Warum das denn? Steintopf. Was? Warum habe ich denn sowas? Langweilig. Schwere Waffen gucke ich einfach nochmal. Oh, das sieht ja ganz gut aus. Oh, das sieht teuer aus. Das sieht auch nicht schlecht aus. Naja. Feuerwaffen. Oh, Feuerwaffen gucke ich nochmal. Das haben wir ja. Sonst gibt es anscheinend nichts Besseres. Oh, weiß nicht. Soll ich das nehmen? Nö, lass mal. Verbrauchsmaterial? Oh, nö. Nö. Köder brauche ich auch nicht. So. Ja, Monturen? Nö, brauche ich nichts. So, hier, Karten. Zentralbrosten, da habe ich mir ein paar gekauft. Ausgerüstet. Hier, ich weiß nicht, wo sind wir jetzt? Nord-New York kaufe ich am besten mal. Oh, hier. Einmal. Oh, ich bin gerade kartengeil. Aber dadurch wird das ein bisschen aufgebessert, hoffe ich jedenfalls mal. Wir sind jetzt in New York. Wenn ich mich nicht verschätzt habe. Das wäre eigentlich eine gute Idee, aber ich mache es jetzt nicht. Egal, ich gucke jetzt mal nach Schätzen. Ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht, was macht der jetzt hier, sein ganzes Geld aus dem Fenster rausschmeißen. Aber ich finde, es lohnt sich, weil dadurch können wir sehr viele Schätze finden, ohne irgendwie viel danach suchen zu müssen. Obwohl ich jetzt hier nicht so viele sehe. Doch, naja, hier zwei. Hoffentlich bringt er was. Schatz, mal hin. So, ich finde, das kann sich schon mal sehr gut lohnen. Ich meine, dann kann das Geld einmal wieder aufgebessert werden und dann kann man natürlich noch was dazu verdienen. Und überhaupt ist es doch ganz schön, wenn man ein bisschen Schätze findet. Hier Tumult, warum nicht? Ja, hier. Oh, das war jetzt echt aus Versehen. Ich wollte den nur so tun. Naja. Egal. Ich will einen Schatz.
muss ich mir gerade vorstellen, wie Gollum das sagt, aber ich sag's das nicht, weil ich weiß, dass ich mich dabei zum Affen machen würde. Ich das sowieso vielleicht schon tue. Oh, ich will jetzt hier hoch. Oh Mann, was ist das denn jetzt? So, jetzt komm ich hier hoffentlich hoch. Dass ich da nicht hochkomme, Unverschämtheit. Oh, perfekt. Nach langer Zeit. Oh, und das ist jetzt nicht ehrlich woanders, ey. Naja, dann ist es jetzt halt woanders. Ist ja auch nicht so schlimm. Würde ich jedenfalls behaupten. So, jetzt gehe ich einfach hier wieder an Land. Dann ist es auf dem anderen Boot. Naja. So. Da ist ein Schatz. Es freut uns und das wird uns hoffentlich auch was bringen. Würde ich mal sehr hoffen. Oh nee. Oh nee. So. So. Ich habe jetzt ein bisschen geübt und ich hoffe, ich schaffe es jetzt. Perfekt. Das gefällt mir. Wie viel war das jetzt? Hoffentlich hatte ich das jetzt wirklich gelohnt. Also jeder Schatz sollte sich lohnen, finde ich. In diesem Fall jedenfalls. Oh, das ist ja ganz schön viel dabei. Erhalten, ja, 750, naja. Habe ich mir erwarten können, Entschuldigung. Dann gehe ich nochmal gucken. Wo ist hier noch einer? Ich mache mich jetzt erstmal ein bisschen auf Schatzsuche. So. Da will ich jemand Schnäpsel nach dem Essen sparen, habe ich gerade rausgehört. Obwohl, das macht man ja eigentlich nicht so bei solchen Gesprächen mit Hörn. Auch wenn sie mit sich selbst gesprochen hat. Eigentlich ist es sogar lieb, wenn wir uns ihr als Gesprächspartner anbieten. Ach, Entschuldigung, ich laber gerade nur Scheiße. Was bei mir aber auch echt nicht anders zu erwarten ist. Aber naja, es ist halt so. So, hier ab nach oben. Oh, einmal nach. So. Gibt's hier noch irgendwas? Ja. Schnell weiter. So, ja. Durchsuchen am besten nochmal. So, geht. Nicht Spaß, geht gar nicht. Schäm dich. Gar nicht da. Wo hat mich hier jemand? Mein Schatz. Oh, mein Schatz. Ich freue mich so auf dich. Entschuldigung. Oh Mann, das wird ja mal schlimmer. Was? Oh. Was ist das? Oh, naja. Das kommt mir bekannt vor. War ich hier? Ja, war ich glaube ich schon mal in diesem... Nee, doch nicht. Das war nur ein einziges Haus. Okay. Entschuldigung. So. So, hier Schloss knacken. Den besten Winkel finden am besten. Ganz schnell jetzt. Nein. Hä? Oh Mann! Warte mal. So, jetzt aber ganz schnell. Oh Mann! Was ist das denn? Das...
Oh fuck, ey. Das ist ja richtig scheiße. Oh Mann, Entschuldigung. Oh. Oh, was ist das für ein Scheiß? Oh Mann. Ich kann das nicht so schnell. Oh Scheiße! Oh fuck, was ist das denn? So, jetzt noch einmal. Oh mein Fresse. Oh, was ist das für ein Scheiß? Oh, Scheiß. Ey, das ist so zum Kotzen. Das kotzt mich so an. Ich komme hier extra her wegen diesem Scheiß-Schloss. Was ich jetzt nicht knacken kann. Oh Mann, ich rücke jetzt mal. Entschuldigung, ich rücke jetzt mal ran. Um das jetzt schön mit Tastatur zu machen. So. Hier. Ich könnte so ausrasten. Es gibt hier mal ins Optionenmenü. Steuerung. Perfekt. Da mache ich jetzt mal hier leider mit Tastatur. Entschuldigung. So. Ich mache jetzt einfach. Das ist, glaube ich, viel einfacher. Oh Mann. So. Links rein. Oh, was? So, das ist viel leichter. Weil das kann ich auch viel schneller. So, das hat sich jetzt aber wenigstens gelohnt. So, warte. Das Mikrofon nochmal zurück hier. So. Perfekt. So, tut mir leid, dass ich... Oh, oh Mann, jetzt muss ich... So. So, es tut mir leid. Wegen meinen technischen Komplikationen. Es kommt nicht wieder vor. Nicht gesprochen. Ich kann da nichts versprechen. Obwohl, da hinten ist jetzt so ein schönes... Kann ich fremden, guten Leuten helfen. Den Bösen zu befreien. Sie vom Bösen zu befreien. Deshalb mache ich das mal. Hoch, ja. Perfekt. Oh Mann, ich will jetzt hier hoch. Perfekt. Gut gemacht. Du Schlingel. Spaß. So, was nu? Wir müssen diese Decken schnell verteilen. Dann werden wir die Bettler los. Die Stadt ist ohne sie besser dran. Sind die gut abgerieben? Ja, keine. Die sind mit Mocken voll. So. Diese Leichen stinken fürchterlich. Willst du was, Freundchen? Geh mal besser weiter. Dir gebe ich. Schnell hier. Oh Mann. Na hier, boom, boom, boom. Oh Mann, jetzt ist es nicht euer Ernst, oder? Oh Mann, boom, boom, boom. Oh Mann.
Boom, boom, boom. Ja, mach ich die Feier noch fertig. Kinderspiel. So, ich habe ja besseres. Ich bin ja mehr gewohnt. Um einiges mehr. Wenn man sich mal an die Festungen erinnert. So, hier. So, hier, boom, boom, boom. So. Macht das Spaß, aber irgendwie wird es auch langsam langweilig, dass es so einfach ist. Okay, jetzt mach ich mal Rauchbombe. Oh, ich bin jetzt inkognito anscheinend. Wie kann das denn sein? Das ist doch cool. Oder hier darf ich doch sein. Ja, perfekt. Das ist doch gut. Aber jetzt will ich das aber trotzdem noch machen. Sonst hatte ich das jetzt komplett umsonst gemacht. Made, made, everywhere, made, what should I do? Made, made, everywhere, I've got a number that under my shoe. So, jetzt mal schnell hier weiter. Ich will das jetzt mal schnell hinter mich bringen. Aber schnell. So, jetzt schnell weiter. Bevor ich hier noch auf irgendeine Art entdeckt werde. So, jetzt mache ich hier noch kurz das hier eine, das worauf ich jetzt zukomme und so. Und dann... Perfekt. So gehört sich das. Kommt der ganze Dampf oder Nebel oder was das auch ist von mir? Das wäre cool. Schnell weiter zur Hauptmission. So. Ach man, hier. So, jetzt mach ich doch hier lang. Das finde ich ja immer ganz cool. Da kann man sich doch auch gut verstecken, wenn man gerade irgendwie einen bösen Kampf hat oder so. Oh. Oh, so ein kleiner Pädophiler. Also ein großer Pädophiler. Ne, Entschuldigung. So, weiter. Oh, unser Vater. Entschuldigung, jetzt habe ich es nicht vorlesen können. Könnt ihr nochmal Pause drücken? Wir müssen wissen, was die Loyalisten planen, wenn wir dem ein Ende setzen wollen. Ich habe es versucht, aber den Soldaten Hallo, ich selbst sagt auf. Man nichts mehr. Nur, dass sie auf Befehle warten. Dann nee, so gleich. Weiter. Bitte gleich, bitte gleich. Komm zu mir, wenn du was Brauchbares hast. Tür zu! Bitte Tür zu! Angriff und bitte Tür zu! Die Herrschaft der Krone sind zu Ende. Was schlägst du vor? Nun, momentan nichts, weil wir völlig im Dunkeln sitzen. Ich dachte, die Templer hätten überall Augen und Ohren. Oh, hatten wir. Bis sie anfingen, sie uns abzuschneiden. Dein Kontakt sprach von Befehlen von oben. Das sagt uns doch, was wir zu tun haben. Den Commander der Loyalisten suchen. So. Oh, schnell hinterher. Entschuldigung.
schnell erstmal Waffe wechseln für den Fall der Fälle. Entschuldigung. Nathan, wo bist du? Oh. So. Theoretisch könnte ich helfen, vielleicht auch erschlechen. Oh Mann, hier weiter. Oh, ey, weiter. Oh Mann. Warum muss er immer oben lang? Oh fuck. Hinterher. Oh fuck. Deshalb. Ist aber ganz vorsichtig, ich will ihn nicht runterfallen. So. Habt ihr den Vorschlag erwogen? Ich bin nicht überzeugt. Sie zu verstärken hieße New York schutzlos zu lassen. Schon so ist es schwer, die Ordnung aufrechtzuerhalten und halbiert. Doch wenn wir es nicht tun, rechnen Sie mit einer Niederlage. Und was dann? Sie hätten vom Meer kommen sollen. Sie drehen sich im Kreis. Nur durchs Zuschauen erfahren wir gar nichts. Was schlägst du also vor? Reinmarschieren und Antworten verlangen? Nun, ja. Hinterhalt! Connor, ein wenig Hilfe bitte. Ja. Die Kommande am Leben, Connor. Vielleicht wissen sie etwas. So. Jetzt schnell hier boom. Oh, ach, fuck. Wie soll denn hier einfach fungieren? So einfach ist das. Warum habe ich jetzt so wenig Leben? Au, oh, fuck. Ach so. Vom Runterspringen. Oh, fuck. Desynchronisiert. Das ist natürlich doof, wenn man schon runterspringt und gleich so wenig Leben hat. So, dann mache ich das mal so. So ist es besser. Welches? Hab ich gerade einen Tiger getötet? Oh. Achso, scheiße. Oh fuck. Da muss ich wohl doch bei den Armen bleiben. Shit. So einfach ist das. Wer ist das? Achso, Hater. Ja, gib mal auf. Oh Mann. Was soll ich jetzt? So, hä? Okay. Wir bringen sie in mein Quartier in Fort George. Wollen doch mal sehen, was die Herren wissen. Wirklich? Na, du solltest ihm wohl hinterher. Geh du. Ich bewache die Gefangenen. Nein, mach du es. Warum ich?
Weil ich es sage. Jetzt geh. Oh, Scheiße. Oh nein. Schnell weiter. Fuck. Haltet ihn! Oh, Scheiße. Mieser Raufbolde! Und die Waffenmänner! Schnell! Rettet mich! Aber ganz schnell jetzt. Haltet ihn weg von mir! Oh, fuck. Ey, oh, Mann. Oh. Scheiße. Oh Mann. Jetzt aber beim nächsten Mal schnell, also jetzt. Jetzt kann ich wenigstens die Vorteile nutzen, dass ich weiß, wo er lang will. Perfekt. Los. Gut. Ah, zur Hölle. Was jetzt? Ich sagte los. Was soll ich jetzt? Soll ich ihn auf ihn aufpassen oder was? Warte, warte. Ich sag dir alles, was du willst. Alles. Nur zwing mich nicht dort hinein. Wir haben nur ein paar Fragen an dich. Wenn ich da rein muss, dann bin ich ein toter Mann. Da bist du, Connor. Ich befürchtete schon, du hättest dich verlaufen. Na dann kommt mit. Ziel von oben rammen, den Offizier zum Fort eskortieren. Also er soll mir hinterhergehen, ne? Ne. Ziel stoßen. So. Oh Mann. Hinterher. Und zwar schnell. Hinterher? Ja. Muss ich immer wieder... Warum konnte er mir nicht hinterher? So. Ach so ist das, okay. Dann sind wir jetzt auch da. Wie lauten die Pläne der Briten? Sie wollen raus aus Philadelphia. Die Stadt ist erledigt. New York ist der Schlüssel. Mit verdoppelten Truppen wollen sie die Rebellen verjagen. Wann fangen sie an? In genau 2 Tagen. 18. Juni. Ich muss Washington warnen. Siehst du, das war gar nicht so schwer, oder? Ich habe euch alles gesagt. Jetzt lasst mich gehen. Natürlich. Die anderen
anderen sagten das Gleiche. Es muss wahr sein. Du hast ihn getötet. Du hast sie alle getötet. Warum? Ey, kannst du kurz rausgehen, bitte? Sonst komme ich gar nicht. Sie bis nach bitte. Dem Kampf festhalten können. Was? Und dabei Zeit und Geld verschwenden, damit sie versorgt sind? Was hätten wir davon? Sie hat uns schon alles verraten. Du findest mich in Valley Forge. Der New York Chronicle, hier hält dich. So. The Grand Chain, Brexwater und was? Mission beendet. Oh, schade. Naja, dann war es das auf jeden Fall schon wieder mit dieser Folge von Let's Play Assassin's Creed 3. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.